Der Thrustmaster Warthog ist seit jeher ein Allrounder. Ob für DCS oder andere Sims, der in Metall gefasste Schreibtischprügel ist nicht nur für Grobmotoriker ein beliebter Joystick. Auch wenn der Joystick sicher seinen Preis hat und ständig vergriffen ist, einmal in der Hand will man eigentlich nie wieder etwas anderes in die Griffe bekommen. Die Hall-Sensoren ermöglichen präzises Fliegen und mit der Metallplatte der Magnetic Base könnte man locker Schnitzel für nordkanadische Trucker klopfen. Doch ein weiterer Vorteil des Warthog liegt nicht nur in seiner robusten Fertigung, sondern auch in der Möglichkeit, ihn mit anderen Aufsätzen zu kombinieren. Und hier kommen Francesco und Daniele Talotta von Project A320 ins Spiel. Die zwei italienischen Home-Cockpit-Schrauber aus dem süditalienischen La Mezia haben eine Plug-and-Play-Version des Airbus Sidestick entworfen, die mit der Magnetic Base des Thrustmaster Warthog kompatibel ist. War dieses Stick-Add-on anfangs nur für den eigenen Gebrauch gedacht, verkaufen die beiden ihr Werk jetzt übers Internet und stellen jeden Stick in Handarbeit selbst her. Bei der Bestellung ist ein bisschen Vertrauen gefragt. Nicht durch einen Shop oder einen Bestellbutton, nein, mit direkter Facebook-Nachricht habe ich meinen Stick bestellt. Da ich aus Gewohnheit immer rechts im virtuellen Cockpit sitze, fragte ich direkt die First Officer-Version an. Keine Problem. Nach einer PayPal-Überweisung, 4 Wochen Wartezeit und Expressversand per UPS aus Italien konnte ich das Paket in Händen halten. Im Paket eine Montageanleitung, der Stick, eine 1:1 Kopie des echten Airbus-Sticks, eine 3D gedruckte Plastikmanschette, ein Imbusschlüssel und eine, ach wie nett, good old Visitenkarte der Hersteller. Die Montage des Sticks ist super einfach. Erst den Warthog-Stick abschrauben, danach den Sidestick aufstecken, der dann auch wie angegossen sitzt. Jetzt noch die Plastikmanschette anbringen und mit dem Imbus festziehen. Die zwei Schrauben greifen dabei in Metallgewinde und halten wirklich bombenfest. Fertig. Der Stick wird jetzt wie vor dem Umbau ganz normal vom Rechner erkannt. Allerdings, ja, und so muss das sein, mit nur 2 Buttons. Und das Fluggefühl? Wie beim Warthog eben, nur dass man jetzt weniger Hebelwirkung zur Verfügung hat, da der Airbus-Stick deutlich kürzer ausfällt. Hier könnte man sich mit einer weicheren Feder helfen, die es überall im Internet zu kaufen gibt und die man in den Fuß der Magnetic Base einsetzen könnte. Dafür liegt der Stick super in der Hand und manuelles Fliegen ist eine Freude. Auch mit der Standardfeder des Warthogs. Gerade wo Thrustmaster eigentlich eigene Airbus-Sticks anbietet, kann man als Warthog-Besitzer seinen Stick auch einfach umbauen und das solide Feeling des Metallsticks behalten. Denn, und das ist wirklich überraschend bei so viel Herzblut und Handarbeit, die von Daniele und Francesco angeboten wird, das Duo bietet das Stick-Add-on für gerade mal 89 € plus Versand an. Die Möglichkeit des schnellen Umsteckens machen diesen Stick nicht nur für Home-Cockpit-Bauer interessant, sondern für alle, die gerne den FS Labs, Flight Factor, Tolis, Aerosoft oder Microsoft Flight Simulator Airbus mit passender Hardware fliegen wollen. Ihr habt Fragen? Lasst uns einfach einen Kommentar da. Den Link zu Project A320 findet ihr in der Beschreibung oder auf cruiselevel.de.